Herzlich willkommen zu Lauf gegen einen Menschen. Und sonst geht's gut. Da hinten, der läuft an einen Menschen, der läuft an einen Menschen. Wer wird gewinnen? Die Spannung ist groß. Beide, ja, zeigen bestimmte Moves, doch. Die greifen mich an. Warum greift ihr mich an? Ich bin auf eurer Seite. Also so ein Benehmen. Naja, okay. Jetzt ist auch wieder gut. Ach, hier ist diese Wand. Da war ich doch vorher mal dahinter. Wow, ganz ruhig, meine Kleinen. Ja, au, würde ich auch sagen. Na gut, egal. Wo bin ich denn hier? Was mache ich denn hier? Warum mache ich denn hier etwas? Das habe ich schon bezahlt. Okay, gut. Ach, da ist dieses komische Ding. Da muss ich dann nochmal hoch und den einen Precursor da einsammeln. Das ist meine Pflicht des Tages. Warum bist du nicht darauf geblieben, du doofes Dings? Warum laufen hier überall Gardisten rum? Die sollten an die Front. Ja, genau, spring noch mal drüber. Doch warum hier alle? An die Front mit euch! Ja, ich weiß, Frontdienst ist nicht der schönste Dienst der Welt, aber ich habe es auch schon gemacht, also hier im Spiel. Ja, ich sollte eigentlich gar nicht springen, sozusagen, laut dem Ding hier. So wie ich das jetzt hingemeistert habe. Ich habe das voll hingemeistert. Naja, okay. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal dahinter hin und erfüllen euren Willen, dass ich dorthin gehe. Weil, warum soll ich denn hier noch länger rumtrödeln, wenn es dann auch irgendwann mal in Richtung Story wieder gehen sollte? Oder sein sollte. Da, aber das Ding, das will ich noch untersuchen hier. Das ist doch prädestiniert. Oder potenziell. Hopp, komm. Hä? Das kann's doch gar nicht sein. Da oben ist doch ein. Ein Precursor. Sag ich doch. Das ist potenzialisiert. Was rede ich hier? Deutsch, würde ich jetzt antworten, wenn ich mir selbst die Frage beantworten sollte. Aber das mache ich ja nicht, denn das wäre ja ein wenig fertig. Und hier ist natürlich ein Hilfepaket. Ja, wenn du alleine hier rumläufst, ist das klar. In den Bäumen, das sieht immer so verdächtig aus. Aber wie es aussieht, soll da ja nicht sein. Ja, ich weiß. Aber die Folge hat auch gerade erst angefangen. Also, ich weiß, wäre es so, dass die Folge gleich zu Ende wäre und ihr nur darauf wartet, dass ich die Folge beende und nicht mehr in diesen Turm reingehe, dann würde ich eure Ungeduld verstehen. Aber ich bin ja sozusagen gerade am Anfang meiner Karriere hier in dieser Folge. Und da sollte man sich dann nicht so gleich aufregen, hoffe ich. Ich gehe jetzt auch extra für euch jetzt da rein, wo ich auch immer hin muss. Ach so, ich muss da drüben hin. Okay. Ich gehe jetzt rein. Ganz ruhig. Natürlich kann ich aber auf diesem Ding hier nicht wieder laufen. Das ist sehr schade. Warum wackeln die Ohren schon wieder so?
Also weil die Ohren, ich meine, sind Dexters. So flup, 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 flup. Ich glaube, die bewegt der. Die wackeln, wie wenn er im Wind steht. Hallo, Freunde und Gefährten. Jawohl, der Dexternator ist wieder zurück. Dexter, Jack, gut gemacht. Wurde auch Zeit, dass ihr auftaucht. Wo wart ihr so lange? Sorry. Uns kam ein Krieg dazwischen. Tolle Arbeit, Jack. Ich möchte mich im Namen der Stadt bei dir entschuldigen. Vergiss es. Es geht ja hier auch um meine Interessen. Also, so viel wir im Moment wissen, nähert sich uns ein gewaltiger, dunkler Planetenformer. Niemand weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Sollte es böse Precursor-Technologie sein, können wir sie nur mit noch mehr Precursor-Technologie zerstören. Und die befindet sich tief unten in den Katakomben. Und dass so viele Eco-Kristalle im Umlauf sind, kann nur eins bedeuten. Jemand versucht, die gewaltige Precursor-Technologie zu erwecken. Dahinter steckt Vega. Oder Arrow. Oder vielleicht... Oh! Hört euch erstmal meine Ödland-Abenteuer an! Da stand ich nun, allein gegen eine Horde von sabbernden Metallschädeln, als urplötzlich... Oh! Sieht aus wie ein Angriff in voller Stärke. Mehrere Ziele gleichzeitig. Bereit für ein bisschen Action, Jack? Was glaubst du denn? Lassen wir es krachen, Dex. Ich bin ein bisschen verliebt in die Animationen davon. Wow, geh weg. Ein wenig sehr verliebt in die Animation von mehrere Zielobjekte. Wow, geh weg. Nähern sich. Bla bla bla. Auf dem Radar. Man sieht viel. Das war's schon? Ich mache mich hier bereit auf den Kampf meines Lebens und was ist? Gar nichts. Gar nichts. Mit voller Stärke. Ganz viele Zielobjekte. Auf dem Radar war nichts, aber... Und auch, es nähert uns sich ein riesiger Planetenformer. Eine Kugel. Eine rote Kugel mit Punkten und Dinger außenrum. Und so weiter. Mhm. Gute Arbeit, mein Junge. Du bist unser bester Mann, um eine Expedition in die Katakomben zu führen. Bitte, bitte, lasst uns nichts überstürzen. Wollt ihr wirklich, dass dieser dunkle Eco-Spinner die heiligen Hallen unserer glorreichen Precursor verschmutzt? Ich sollte die Expedition leiten. Wir haben genug von euren Intrigen, Vega. Ich habe die Antwort, die ihr sucht. Meine Precursor-Mönche gaben mir das Wissen, wie das Verteidigungsnetz des Planeten aktiviert wird. Wenn ihr mich darum bittet... Jack hat uns immer aus der Klemme geholfen. Ich bin für ihn. Ich auch. Du bist erledigt, Vega. Vega heißt das, du Idiot. Was auch immer. Graf Vega, hiermit löse ich den Stadtrat auf und enthebe euch eures Titels, eurer Befehlsgewalt und sämtlicher Privilegien. Nun geht mir aus den Augen. Was? Du wagst es. Ich war euch gnädig. Doch nun sollt ihr alle im Schöpfungsfeuer der Precursor brennen. Das schwöre ich. Was für eine Angriffswelle. So schwere Angriffe können wir nicht ewig abwehren. Die schwebende Kriegsfabrik muss geschlossen werden. Das Problem ist, sie hat einen Schutzschild und die Eingänge sind mit Codes geschützt. Die meisten alten Gardetürcodes stecken im Hauptsystem, im Energieraum. Wenn du in das System eindringst, bekommst du die Türen der Kriegsfabrik vielleicht auf und kannst hinein. Onin sagt, das Eco-Netz im Energieraum kann dir helfen. Doch um den Raum zu öffnen, musst du den Verteilerkasten in der Kanalisation finden. Meine Meinung, es ist verrückt, darunter zu gehen. Was soll's? Viel Glück! Ashley hat einen gut ausgebauten Oberbau. Und warum die so komisch da sitzt und dann sich bewegt hat, keine Ahnung.
Und wieso, ja, so ganz verstanden habe ich das jetzt nicht. Ich hätte einfach meine Waffe genommen und bam, ich hätte ihn so umgelegt, richtig, ins Bett gelegt, den Vega. Einfach zack, bumm, zack, ins Bett rein. Dann wäre nichts mehr gewesen mit seinem... Ich bringe euch alle um. Also... Ja. Vor allem, der hat uns einen Precursor auf den Hals gehetzt. Einen Precursor-Roboter. Und wir gehen hin... und lassen uns von dem noch beleidigen. Soweit kommt's doch noch. Alles klar. Mhm. Ja, wie gesagt, die Story ist ein wenig zu kurz gekommen in diesem Spiel, leider. Obwohl sie recht... Na gut, sie ist für kleinere Kinder. Mir gefällt das Spiel immer noch. Aber wie gesagt, die Interessen haben sich, wie es aussieht, geändert. Und wir sollen natürlich wieder mal in die Kanalisation. Nein, dies werden wir in dieser Folge nicht mehr machen. Au, au. Ich werde nach diesem Spiel endlich mal wieder etwas Neueres machen. Denke ich mal. Hoffe ich doch. Vermute ich. Ja, ich spiele zurzeit nur relativ ältere Spiele. Na gut, Spore ist jetzt nicht das älteste Spiel überhaupt, aber bis jetzt ist ja noch kein, also kein richtiger Anreiz da. Warum sollte man das Zeug schauen? Es ist zwar auch schön, wenn man mal alte Spiele spielt, so wie jetzt, aber ich spiele ja nur alte Spiele. Also das nächste Spiel, das ich mir kaufen werde, werde ich auch Let's Playen. Das wird auch ein relativ neues, hoffe ich doch. Ja, wird's auch. Wenn es nicht Portal 2 ist, aber ich, warum rede ich jetzt in einem Jack 3 Let's Play über das, was ich so versuche zu spielen? Portal 2. Irgendwas in diese Richtung, was ich jetzt spiele, nur halt neuer. Nein, in die Kanalisation, da habe ich keine Lust drauf. Da war ich jetzt gerade erst. Vor kurzem. Ja gut, dann würde ich sagen, fliege ich mit diesem komischen Raumschiff da nochmal weg, speichere ab und das war's dann für diese Folge. Ist das eine 4-Punkte-Mission? Ja. Wetten, den Ort findest du nicht rechtzeitig? Viel Glück. Fast. Ich weiß nicht mehr, wie man da hochkommt. Ich wusste es mal. Ich werde jetzt hier. Sehr schön. Das ist deine Abfehlen. Abfehlen. Wie kam man da denn noch anders hoch? Hier irgendwo. Ja, und dann so da hoch. Hier. Aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Ah! Hier kommt man ja, stimmt, ja. So kommt man dran. Na, da hätte ich es doch gut zeigen können, oder? Ich habe es leider versaut. Jetzt erstmal. Hier hoch. Komme ich denn hier hoch? Gut, komme ich. So kommt man auf diese Türme. Ich will einmal auf einen hoch. Denn wenn man einmal auf einem oben war, dann will man da auch nicht mehr hin. Wow. Ja, das ist ein wenig kritisch. Aber das geht eigentlich.
hier und da. Und die so, oh, nicht runterfallen. Nicht runtergucken. Und hier gibt es dann auch noch diese Drähte. Auf denen kann man lang düsen. Und dann kann man da... Oh, ich habe schon wieder einen neuen. Precursor sammeln. Aber da dieses Spiel ja gerade erst für die PS3 rausgekommen ist, na gut, gerade erst letztes Jahr noch, ist das eigentlich noch relativ aktuell, dieses Spiel. Deswegen, ja, es geht. Komm, lass es. Ich spiele es einfach. Mir macht es ja Spaß und ich soll ja Let's Playen, was mir Spaß macht, aber... Ich habe auch richtig Lust auf neue Spiele. Nur die neuen Spiele sind eigentlich immer so teuer. So 50 Euro oder so. Das kotzt mich ein wenig an. Denn ich habe nicht unbedingt 50 Euro einfach mal so für ein Spiel in der Tasche. Ich könnte es mir zwar leisten, aber nicht für... Ich sehe den Sinn nicht für ein Spiel, das ein neues 50 Euro einfach mal so rauszuschmeißen. Ja, ich nenne es definitiv rauszuschmeißen. Ihr könnt das da nehmen. Und dann noch irgendwas Kleines. Das Album. Das kenne ich auch. Das brauche ich nicht. Geht's da nicht höher? Gut, dann geht's nicht höher. Komm auf. Jetzt geht's zurück. So, dann mal schauen, wie soll man denn da rankommen? Ich muss mal schauen, ob man da von hier rankommt. Irgendwie kommt man da nicht ran. Ich weiß auch nicht, wie man dann dort rankommen soll. Wow, nein! Genau das wollte ich nicht. So, jetzt haben wir 5 Precursor. Wo gibt es denn noch Precursor? Ich glaube, da hinten war da noch einer, wenn man da getaucht ist oder so. Hier. Ja, das sind so kleine Verstecke für Precursor. Aber ich weiß, was man hier machen kann, wenn man taucht. Miau, miau, miau. Ja, willst du auch mal kommentieren? Katze. Latze. Ja, Tiere haben ist immer schön. Vor allem, wenn sie nerven. So, hier unten. Ah, da haben wir ihn doch. So, jetzt haben wir 6. Jetzt brauchen wir nur noch 2 Stück. Mal schauen. Ich würde ja zu gern nochmal auf so einen Turm da hoch. Miau. Au. Schmeiß dich doch nicht an mich. Simon's Cat. Kennt das jemand? Gut. Der beschreibt eigentlich die Katzen recht gut. Ja, sehe ich genauso. Gut, dann würde ich mal sagen, speichern wir hier ab. Sonst bringt mich meine Katze noch um, dass ich sie nicht beachte. Ja, was ist denn da? Okay, gut, dann würde ich sagen, tschüss.